Die Anwohner der Hattersheimer Siedlung bezeichnen ihr Quartier nicht zu Unrecht als grünen Stadtteil. Schöne Vorgärten und blumengeschmückte Balkone tragen zu einem attraktiven Wohnumfeld bei. So entstand die Idee, in der Hattersheimer Siedlung einen Wettbewerb um die schönsten Vorgärten und Balkone auszurichten. Zahlreiche Bewohner beteiligten sich an dem Wettbewerb. Ende Juni nahm eine kompetent besetzte Jury die einzelnen Kandidaten im Verlauf eines mehrstündigen Spaziergangs unter die Lupe. Den Bewertungsbogen hatte Gartenexperte Thomas Langenohl von der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft erarbeitet. Keine leichte Aufgabe für die Jurymitglieder Bürgermeister Hans Franzen, Fatima Abunacat, Andrea Scholz und Thomas Langenohl. Bei der abschließenden Auswertung im Café des Südringtreffs wurde rasch deutlich, wie knapp das Ergebnis ausfallen würde. Lange wurde diskutiert und verglichen, bis am Ende die Sieger feststanden. In der Kategorie Balkone belegte Gertrude Weber aus der Teplitzer Straße den ersten Platz. Sie durfte sich über eine Siegprämie von 150 Euro freuen. In der Kategorie Vorgarten hatte Gerhard Köhler mit seinem wunderhübsch arrangierten und top gepflegten Gärtchen im Eingangsbereich des Wohnhauses ebenfalls in der Teplitzer Straße die Juroren nachhaltig überzeugt und durfte sich auch über eine Siegprämie von 150 Euro freuen. Der Geschäftsführer der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft MbH, Gerhard Krietsch, übergab die ausgelobten Geldpreise Anfang Juli an die verdienten Gewinner. Und wir haben eine kleine Anerkennung.
Vielen herzlichen Dank. Damit Sie weitermachen, ein bisschen Geld dafür haben. Ja, das ist toll. Und damit das die anderen auch erfahren. Ja, und dann machen die es vielleicht auch. Damit dass es einen Anreiz gibt für andere, wenn sie sehen, wie viel Geld man da eigentlich dafür kriegt, dass sie das natürlich auch gerne hätten. Ah ja, natürlich. Ja. Ja. Bitte nicht ganz so viel, aber auch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich gucke mir das gerne mal an, wenn Sie mir verraten, wo das ist. Aber ja, gerne. Südring 16D. Ja, sehr schön. Ganz oben, aber Sie müssen hochkommen, von unten sehen. Wir nutzten die Gelegenheit zu einem Interview mit Siegerin Gertrude Weber, Heike Bülter vom Stadtteilbüro und dem Sponsor des Blumenwettbewerbs. Die Hattersheimer Siedlung lebt ein Stückchen weit davon, oder ein Reiz der Hattersheimer Siedlung ist die, dass sie relativ großzügig ist, dass sie relativ grün ist. Und um das Ganze noch zu forcieren, nämlich mit ein wenig Blumenschmuck, hat die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft hier in Personnamen von Herrn Gerhard Grietsch und das Stadtteilbüro einen Blumenwettbewerb ins Leben gerufen. Prämiert werden schöne Vorgärten und schöne Balkone. Auf einem stehen wir, und zwar der von der Gertrude Weber, die auch den ersten Preis mit ihrem wunderschön gestalteten Balkon abgesahnt hat. Herr Grietsch, eine Siedlung lebt davon, dass sich die Leute hier engagieren, dass sie ihren Teil dazu beitragen, dass es ein schönes Wohnumfeld ist, und das ist sicherlich auch der Hintergrund dieses Wettbewerbs. Genau so ist es. Wir hatten ja schon mal vor einigen Jahren einen entsprechenden Wettbewerb umgesetzt. Das ist leider etwas in den Hintergrund geraten, aber nachdem wir jetzt zusammen mit dem Stadtteilbüro eine Begehung gemacht haben, war das durchaus interessant, das Thema wieder aufzugreifen, denn es ist wichtig, das Engagement unserer Mieter für sich selbst, aber auch für die Siedlung insgesamt, dass man sieht, es ist schön hier und es lohnt sich hier zu wohnen, man fühlt sich hier wohl. Ein Stückchen weit hat sich's auch gelohnt. Die Gertrud Weber hat ganz stolz ihre 150 Euro in der Hand. Das ist der erste Preis gewesen. Davon kann man schon ein ganzes Jahr lang einen Balkon wunderschön ausstatten mit Blumenschmuck. Das meine ich aber auch. Ja. Also das ist schon toll. Ja. Doch, doch, ja. Also da freue ich mich sehr drüber. Und das wird auch wieder investiert. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich mache das hier an für sich jedes Jahr. Ich habe sogar damals, wie der Wettbewerb war, einen zweiten Preis gewonnen. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache jedes Jahr meinen Balkon so schön. Also mitmachen lohnt sich. Und wie wir jetzt schon gehört haben, es wird im nächsten Jahr dann wohl auch wieder einen solchen Wettbewerb geben. Ich gehe von aus, wenn der Herr Grietsch damit zieht, dass es einen nächsten Wettbewerb geben wird. Mir ist aufgefallen bei der Prämierung, wie wir mit der Jury hier durchgegangen sind, es gab viele, viele wirklich schöne Balkons. Also insbesondere Balkons, wo ich nicht, also ich kann nicht einschätzen, warum die Leute nicht mitgemacht haben, weil die hätten sicherlich eine gute Chance gehabt. Also vielleicht kriegen wir das dann für nächstes Jahr auch hin, dass noch viel mehr mitmachen. Ich denke mal, wir versuchen es auch ein Stückchen weit zu transportieren. Ja, wir hätten uns sicherlich ein paar mehr gewünscht, und bei dem Rundgang, das kann ich durchaus sagen, wir haben viele, viele Balkone gesehen, die ähnlich hübsch waren. Der Schönste hat ja gewonnen. Aber die Leute wollen wir irgendwie noch ein Stückchen weit mit ins Boot holen, weil gehört ja zur Identifikation ein Stückchen weit dazu. Ob man sie dann anschreibt, ob man direkt mal hingeht und fragt, wollt ihr mitmachen oder nicht, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf den Blumenschmuckwettbewerb 2008, und jetzt hoffen wir erstmal, dass wir auch noch einen schönen Sommer 2007 kriegen. Momentan sieht es nicht danach aus, aber Blumen gießen muss man jetzt nur wenig. Das stimmt gar nicht. Die Ampeln zum Beispiel, ja, die muss ich fast jeden Tag, und auch da draußen. Mhm. So viel kommt nicht dran, weil sie so hoch sind. Ja, natürlich. Gell? Und da kommt hier kein Wasser durch, das läuft ja ab. Das war dann wohl eher ein Satz für die Vorgärten. Ja. Okay, ich denke mal, wir haben die grüne Siedlung erlebt, und erstmal Dankeschön. Und wir jetzt ein bisschen gefeiert. Ja. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, hier ist Kanal 4, Ihr lokaler Sender aus Hattersheim. Also denken Sie daran, nächste Woche sehen wir uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten.